Wir kommen heute mal wieder zu einer Folge von Crusaders of the Lost Idols. Anlass ist, dass vor wenigen Tagen, oder schon wieder, wahrscheinlich schon wieder über eine Woche her, genau, also Ende Februar ist das neue Update gekommen mit dem Legendary Crafting. Und ja, aus dem Anlass heraus möchte ich einfach heute mal wieder die neue Folge machen und ein bisschen was über das neue Feature aussagen und schauen, was jetzt aktuell mein Stand ist und wie ich jetzt demnächst weitermachen werde. Zunächst mein aktueller Stand zu den Achievements oder beziehungsweise den Errungenschaften, die hier so möglich sind. Die ganzen klassischen habe ich jetzt soweit komplett, bis auf die eine, bei der es darum geht, Area 1000 zu erreichen. Da werde ich noch einiges an Zeit benötigen, bis ich letztlich die Crusader so weit aufgewertet haben, dass sie auf jeden Fall deutlich höhere Level erreichen, weil aktuell ist mein höchstes Level 5400, weswegen ich im Moment auch gerade wieder kurz vor einem Reset stehe. Dann die ganzen anderen Achievements sind soweit vervollständigt. Hier sind die ganzen Achievements, die mit den jeweiligen zweiwöchentlichen Events gekommen sind. Aktuell ist noch Hermits Permits Pager Party, also dieses Leprechaun-Event, irgendwas in der Richtung. Das war ja hier letztes Jahr schon, wo die beiden Crusader bekommen werden konnten. Dieses Jahr geht es halt mit denen jetzt, mit den zwei neuen weiter. Die Party-Time, das habe ich schon geschafft, ebenso wie dass die beiden Crusader bereits in meinen Teams verfügbar sind. Und jetzt fehlt natürlich wieder noch das Problem, das Equipment voll zu bekommen. Und ansonsten 33.000 habe ich insgesamt schon ausgegeben. Das heißt, das Achievement ist auch schon soweit vollständig. So, das nächste ist noch hier mit den Missionen. Da fehlen mir noch etwas über 5.000, so 5.300 Missionen. Dann habe ich hier auch die 10.000 voll. Ich bin gespannt, ob es danach noch einen Block gibt oder ob das für die Missionen dann auch alle Achievements sind, die da möglich waren. Dann ja, die weiteren Crusader-Sachen. Und hier kommen jetzt die neuen Achievements zum Crafting. Hier habe ich aktuell jetzt 263 Gegenstände bereits zerlegt, um damit Crafting-Material zu gewinnen. Das passiert vollautomatisch, das kann ich gar nicht selber einstellen, sondern so wie vorher die Erfahrungspunkte verteilt wurden, wenn die Items doppelt waren. So ist es jetzt, dass hier automatisch Crafting-Material je nach Stufe gewonnen wird. Dazu gebe ich gleich mehr Infos, sobald ich in den Crafting-Dialog gehe. Dann hier die Crafting-Recipients, die halt jetzt nach und nach gefunden werden müssen. Statt einfach nur diese Epic-Gear-Mission, die es ja gab, gibt es hier jetzt Möglichkeiten, die verschiedenen Recipients zu bekommen, damit man dann verschiedene Gear-Stufen für die einzelnen Crusader bauen kann. Dann hier noch, inwieweit man überhaupt ein Gear hergestellt hat, dann das erste Legendary, das ist eine weitere Stufe, die sowohl für das lilane als auch das goldene Epic Gear darüber liegt. Das Legendary Gear erhöht nochmal den Basiswert und gibt eine zweite Fähigkeit dazu. Dazu auch gleich mehr, hier entsprechend dann wieder solche Skalierungen, das heißt, dann jetzt 5 Stück davon zu bauen, was nach und nach immer schwieriger wird, weil nämlich genau hier sieht man schon dieses Symbol. Das heißt, um die Legendaries zu bauen, braucht man eine bestimmte Ressource. Und die nimmt, je mehr man von den Legendaries gebaut hat, auch immer weiter zu. Und dann können die Legendaries selber noch Stück für Stück aufgelevelt werden. Und hier sind jetzt noch die beiden, wo mir natürlich noch das Equipment fehlt. Und das ist bereits erledigt. Also soweit zu den Achievements. Und hier der neue Dialog befindet sich hier bei Craft Items. Bei Idols, da ist im Moment noch nicht so viel zu tun. Im Moment habe ich noch nicht wieder viel Idols verfügbar. Nach dem nächsten Reset werden nochmal 1500 etwa wieder dazukommen. Und ich denke, ich werde hier noch eine ganze Menge Upgrades brauchen, damit ich dann eben dieses Level 1000 schaffe. Das ist ein Achievement. Im Moment bin ich eher immer so nach und nach dabei, hier die weiteren den Passiv-Tree aufzubauen, um natürlich die DPS weiter anzuheben. Weil der Bogen hier ist größtenteils abgeschlossen, klicken tue ich nicht so viel, deswegen lasse ich die außen vor. Das Goldorama ist eh jetzt nicht so sinnvoll einzusetzen. Dann hier, die sind alle schon auf Max soweit gesetzt. Das hier ist dann nochmal eben die Idols im Einkommen zu erhöhen, was sich jetzt aber eben bei 3500 für das nächste Level auch nicht so sehr lohnt, weswegen ich eben erstmal die niedrigen hier weitermache und jetzt angefangen habe, auch den Scavenger langsam zu maximieren.
Da kann ich auch gleich mal hingehen und euch zeigen, wie das aussieht und einfach mal so 25 Kisten aufmachen, damit ihr seht, wie dort die Crafting-Materialien gewonnen werden. Hier seht ihr bereits das Ergebnis von den Sachen, die doppelt sind. Also hier seht ihr schon mal die drei Basismaterialien. Natürlich kommt das Epic-Material nur in den Juwelenkisten vor. Jetzt in den Crafting-Dialog. Ihr habt hier die komplette Übersicht darüber, über alle eure Crusader, die ihr bisher bekommen habt. Eingefärbt sind sie, wie ihr seht, anhand des niedrigsten Gear-Stufe, die sie haben. Mein Artax ist halt hier an der Stelle schon mit drei Epics versehen. Und hier ist auch das einzige Goldene, was ich habe, was ich aber nicht selber gekauft habe, sondern durch irgendeine Event gewonnen habe. Und hier seht ihr auch, dass, wie das mit den Kräften funktioniert. Das heißt, auch sozusagen das Legend hier gibt es dann in der Golden-Version. Das heißt eben, der Basiswert wird hier nochmal verdoppelt, eben von 150 auf 300, während es bei den klassischen, wenn man die verwendet, dann eben nur von 40 auf 80 verdoppelt wird. Und wie ihr seht, sind hier als Legendäre gibt es eine zweite Eigenschaft, die sehr unterschiedlich ausfallen kann. Hier ist es jetzt auch wieder DPS für Animal Crusader. Das ist das gleiche, was ich auch bei meinem Haupt-DPS Crusader, den ich in dem Regelfall verwende, soweit es funktioniert, bei Serpent King Draco eben auch genau eingesetzt habe. Und in dem Fall hatte ich hier nur ein Epic-Gear, das ich dann entsprechend upgraden konnte und habe das schon auf Level 2 angehoben. Und was ich jetzt mit euch machen werde, ist mein erstes Level 3 zu erzeugen, weil ich bin noch nicht sicher, ob die sich generell verdoppeln, die Werte, und ob sich parallel auch die Materialien verdoppeln. Also die erste Stufe, also der Upgrade von der ersten zur zweiten Stufe, hat 25 gekostet, beziehungsweise 50, 100, 250, also eben genau die Hälfte der Anzahl. Und man kann hier selektieren, welches von den Materialien man einsetzen will. Für mich hat sich da im Moment schon eine ziemlich klare Strategie ergeben, je nachdem, wie man da sonst vorgehen möchte. Weil ich denke nicht, dass es sich zum Beispiel wirklich lohnt, hier ein blaues dazwischen zu setzen. Das weiße kostet 30 von den Basismaterialien. Für die grüne Stufe braucht man dann schon die doppelte Menge, 60 Basismaterialien plus 10 grüne Elemente. Für das blaue braucht man dann 10 blaue, dafür aber dann 120 Basismaterialien. Und für das Legendary braucht man dann 10 von den lilanen und dafür 240 Basismaterialien. Da letztlich für die Upgrades der Legendaries grün und blau verwendet werden kann, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, wirklich hier Zwischenstufen einzuziehen, soweit man zumindest schon Crusader hat, die man für die Mission verwenden kann. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil nämlich im Großen und Ganzen alle Missionen, die mit dem Gear zu tun haben, ein möglichst Epic Gear voraussetzen, damit man da bessere Prozente hat, bessere Wahrscheinlichkeiten, um die positiv abzuschließen. Meine Strategie wäre so, nach und nach hier natürlich die Epic Gears Rezepte zu bekommen, die auch wieder spezielle Missionen erfordern, die dann herzustellen und dann natürlich das Epic Gear auf Legendary aufzuwerten und dort dann vor allen Dingen die blauen und grünen Materialien einzusetzen, während die Common Materialien und Epic ja sowieso dann für die gebraucht wird. Und hier seht ihr den Legendary Catalyst, mit dem nämlich dann ein solches Legendary eben gekräftet werden kann. Ah, Moment, da ist was geändert worden, weil ich hatte nämlich bereits gesehen, dass nachdem ich den hier gekräftet habe und das ursprünglich auch nur einen von diesen Catalyst gekostet hat, hatte nämlich hier der zweite, wo ist er? Weil das zweite Epic-Upgrade habe ich gemacht für Lerion. Genau, Lerion ist das zweite Upgrade. Da habe ich ihm im Endeffekt auch ein Upgrade ermöglicht, womit sowohl das Goldbonus als auch seine Fähigkeit mit Royal Darst verdoppelt wird. Und normal war es so, dass hier die Kosten sich erhöht hatten. Ich bin jetzt davon ausgegangen, also nachdem das zweite 2 gekostet hat und das dritte ist mir bisher angezeigt worden, dass es 3 kostet, dass jetzt die Kosten ansteigen. Ich könnte nach und nach den Lerion gleich alle 3 Dinger auf Legendary verpassen. Das heißt, die DPS werden angehoben und über die Females nochmal der DPS auch gesteigert werden. Und mal gucken, was hier noch möglich ist. Hier würde eben auch nochmal, klar, Golden Touch nochmal verbessert werden und wieder ein DPS-Bonus, wenn Sascha the First Warrior dabei ist. Der ist allerdings ein bisschen unpraktisch, weil er natürlich dann die DPS für Serpent King Draco grundsätzlich senkt, auch wenn er selber, glaube ich, nochmal einen Bonus hat. Ansonsten für ihn fehlen mir leider noch weitere
Boni, also das jetzt schon 100% ist bei Blau, das heißt Epic müsste eigentlich 200% haben und dann das wahrscheinlich auch 400%, also da würden noch einige Boni dazukommen. Ansonsten seht ihr hier, dass bei den Standards wurden defaultmäßig Weiß und Grün zur Verfügung gestellt, was aus meiner Sicht auch ziemlich notwendig ist, damit man ganz gut hier die Gears ausrüsten kann und eine Chance hat, dann in den Gear-Missionen noch ein bisschen zu punkten. Ich hatte jetzt natürlich den Vorteil, dass nach und nach, wie ihr seht, hier schon eine ganze Reihe von denen über die Kisten schon komplett mit Epics ausgestattet sind, weswegen ich dann auch höhere Erfolgsraten erreiche. Hier ist zum Beispiel Robert Santa, der auch dann noch einen weiteren hat. Ich werde die erstmal nicht kräften, sondern werde mich darauf konzentrieren, dass für die Crusader, die ich auch tatsächlich einsetze, das Epic-Gear maximiere bzw. dann beobachte, je mehr ich natürlich von denen habe, dass die Crusader, die für mich die Epic-Missionen oder halt die Missionen für das Gear erledigen sollen, dass die dann rechtzeitig ausgerüstet werden. Bevor das neue Update gekommen ist mit den vielen neuen Missionen für Epic-Gear und EP und Erfahrungspunkte, war eben die Schwierigkeit, dass ich wahrscheinlich höchstens so im Schnitt um die 20 Crusader wirklich auf Missionen schicken konnte und sonst halt einfach nicht genug zu tun war. Wie ihr seht, sind die jetzt schon komplett ausgelastet. Ich habe zwar zwei vervollständigt, aber es stehen noch weitere an, die dann erledigt werden müssen. Das heißt, im Moment geht es schon ganz gut aus. Es gibt neben den zusätzlichen Missionen auch immer noch die Wochenmissionen, wo man einmal ein Gear-Upgrade letztlich finden kann, was natürlich auch zum einen die 200 Erfahrungspunkte und den Gear-Check beinhaltet, sowie dass es eine Dangerous-Mission ist. Den Gear-Check gibt es für die Epic-Recipients genauso, ebenso wie mit den Dangerous-Missions. Und dann die Legendary Wisdom, die ich zu 100% bekomme. Und hier macht sich jetzt auch sehr bezahlt, dass ich immer darauf geachtet habe, dass ich jeden neuen Crusader so schnell wie möglich über die 200 EP-Punkt-Grenze gepusht habe. Während natürlich die Standards immer auch über das zerstörte oder das doppelte Gear ihre Erfahrungspunkte bekommen haben, war es bei denen eigentlich nur möglich, die Erfahrungspunkte über die Missionen zu bekommen. Hier unten seht ihr ja, wie weit die alle bei mir über die 200 ich alle gebracht habe, obwohl ich die normalerweise nie nutze, aber einfach, damit sie eben für die Missionen bereitstehen, vor allen Dingen auch das Epic Gear, wo ja hier auch immer sehr merkwürdige Kombinationen waren, die kaum zu erfüllen waren und zumindest auch dann nicht zu erfüllen waren, wenn nicht mindestens alle Crusader eben zur Verfügung stehen. Das heißt, im Moment sind mir nur noch so die letzten, also hier die letzten beiden neuen sind klar, dass die noch unten drunter sind. Dann hier sind noch zwei, die noch nicht komplett auf 200 gebracht sind. Und inzwischen gibt es aber, also klar, hier sind auch noch welche unterwegs. Sie ist bereits vollständig über 200, aber ich brauchte halt noch einen Heiler, um die Mission für 100% zu kriegen. Bei ihm bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber er braucht auf jeden Fall noch welche. Für ihn ist es ganz prima, dass er hier jetzt gleich 11 Erfahrungspunkte bekommt. Also das ist halt deutlich angehoben worden, wie viele Erfahrungspunkte pro Mission möglich sind. Und gerade die langlaufenden geben da auf jeden Fall einen ziemlichen Schub und die 200 lassen sich in der Hinsicht dann auch schnell erreichen. Also deswegen soweit hier auf jeden Fall 100% Chance. Das heißt, ich kann dann insgesamt 4 Legendaries kräften mit dem und den einen, den ich noch habe. Hier ja nur 89%, weil natürlich hier auch viel Epic Gear im Spiel ist. Und ihr seht, alle drei Missionen laufen mehr als einen Tag. Ich weiß nicht, ob teilweise sogar anderthalb Tage oder wie lange die jetzt tatsächlich ursprünglich waren. Also ich habe zwar jetzt zumindest fast alle bis auf ein Slot mit Epic Gear ausgefüllt, aber dafür habe ich halt auch die Schwierigkeit gehabt, dass ich keinen Elf hatte, weil die einfach dann zu schlecht reingepasst hat und dann zu wenig weitere Möglichkeiten erfüllt hat. Also im Moment ist es tatsächlich auch deutlich mehr geworden, wie viele Missionen sich nicht zu 100% adressieren lassen. So, ansonsten klar, die Standardmissionen sind wie gehabt. Auch hier hat sich jetzt nicht viel geändert. Auch nur noch, dass eventuell die Häufigkeit noch ein bisschen dazu kommt. Hier seht ihr auch eine Mission, wo es 10 Erfahrungspunkte für jeden gibt. Ich glaube, er war jetzt noch der Einzige, der in der Lage war, wirklich EP-Punkte zu brauchen. Bei ihm ist es praktisch, weil er im gleichen Slot ist wie mein King Draco und dadurch natürlich es möglich ist, dass zumindest ein Teil von diesen Erfahrungspunkten dann auch für King Draco wirksam wird. Kann er gleich wieder einen Erfahrungspunkt sammeln. Und sie das Gleiche, sie hat erst 49 und ist dann auch schon mit der 50. Das ist wichtig, weil es gab auch eine Mission, die hat genau 50 EP vorausgesetzt. Da kann das dann genau passend erfüllt werden. Die Mission werde ich jetzt erst vervollständigen, wenn ich tatsächlich dann den Reset gemacht habe, damit einfach dann dieses Speed auch gleich sinnvoll genutzt werden kann, weil im Moment komme ich hier ja eh nicht mehr allzu weit weiter. Im Moment habe ich eben die
Sharing Caring auf 55%. Das heißt, die Hälfte von allen Erfahrungspunkten, die ich halt Crusadern im gleichen Slot zukommen lasse, bekommt halt auch einen Effekt auf Draco. Das heißt, wenn der eine, wenn hier mein Kylie the Party Bro 10 neue EP bekommt, dann hat er auf jeden Fall auch 5 weitere, was dann zwar nicht mehr allzu viel ausmacht, es sind inzwischen 1300, die hier wirken, aber jedes kleine Element trägt halt dazu bei, den maximalen Damage zu erhöhen. Also ihr seht, ich bin hier überall schon auf Maximal-Level. Es geht dann jetzt sowieso dann einfach nur wieder in die nächste Free-to-Play-Mission von der Campaign, weil im Moment lasse ich das zwar nebenbei laufen, habe aber jetzt nicht so viel Zeit, dort immer wieder reinzuschauen, um letztlich den hier aufzuleveln, damit er möglichst weiter nach vorne pusht, und deswegen komme ich im Moment etwas langsam vorwärts und schaffe es halt nicht so schnell, weil ich denke, 2 bis 3 Resets am Tag sollten drin sein, dass ich dann ja 3000 Idols auf jeden Fall pro Tag mindestens bekommen könnte, wenn ich eben deutlich mehr, je nachdem wie intensiv ich halt das Spiel meine Aufmerksamkeit gebe. Und nur noch so als kleine Anekdote, also im Moment habe ich ja 300.000 Idols aktuell gesammelt und so grob überschlagen müsste ich noch 1,2 Millionen Idols einsammeln, um letztlich den gesamten Talentstree im aktuellen Stand auf Maximum zu bringen. Mit dem Crafting ist zumindest eine interessante Komponente dazu bekommen, auch wenn es jetzt kein aktives Element in das Spiel reinbringt, wo ich irgendwie selber mich beteiligen kann oder irgendwas mitmachen kann. Aber es motiviert zumindest dann einfach nochmal das Sammeln und letztlich auch das Upgrades für die Crafting-Items. Was ja auch dazu kommt, ist dann hier letztlich so eine Endlos-Sache, weil ich vermute mal, dass zumindest diese Legendary-Eigenschaft endlos erhöht werden kann. Oder mal sehen, vielleicht hört es auch bei Level 10 auf. Und was ich jetzt mit euch noch ausprobieren wollte, weil ich will ja jetzt das erste Level 3 noch machen, um zu sehen, ob die jetzt hier linear ansteigen oder ob die sich immer verdoppeln. Also auf zu Level 3. Aufgrund der Basismaterialien, die dann reingesteckt werden. Und 750 oder 1000, also es verdoppelt sich. Was auch dazu passt, dass ja hier diese Eigenschaft auch jeweils verdoppelt wird. Und ich natürlich jetzt hier nicht mehr genug Eigenschaftsmaterialien habe, um das nächste Stufe zu machen. Also ihr seht auf jeden Fall, dass das hier auch eine sehr lange Kette ist, die sehr viel Material und sehr viel Grinding voraussetzt, um hier dann auch die Legendaries nach und nach aufzuleveln. Mal sehen, wie motivierend das ist und was man noch irgendwie als aktives Spielelement dann vielleicht später dazu bekommt. So, dann werde ich mich doch gleich noch dran machen, hier mein nächstes Legendary zu aktualisieren. Also Sasha the First war ja, wollte ich vorerst nicht machen. Deswegen werde ich hier jetzt einfach auch den DPS noch aktivieren. Und werde dann damit mein drittes Legendary herstellen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich so bleibt. Ne, jetzt haben sie wieder auf 2 gesetzt. Also genau das ist die Information, die ich gesucht habe, weil ja, die Legendary Catalyst Kosten ändern sich nämlich über die Zeit. Deswegen ist das dann von 2 wieder auf 1 gesunken und jetzt halt wieder, nachdem ich einen gekauft habe, wieder angestiegen. Und ich bin mal gespannt. Das heißt, da ich sowieso wahrscheinlich nicht so viele Catalyst bekomme, weil die Mission, das eine ist jetzt glaube ich höchstens eine Wochenmission, wo ich jetzt 3 Stück bekomme, wird es eh nicht die Möglichkeit geben, allzu oft Epics auf Legendary abzugraden. Und von daher sollte man die dann auch sparsam benutzen und sich einfach die Zeit lassen, bis die wieder günstiger sind, weil ich glaube, dann hat man auf jeden Fall mehr davon. Letztlich ist es ein Idle Game und sich zu beeilen in einem Idle Game bringt am Ende doch nichts. Soweit für heute. Mal ein Blick auf das neue Feature des Item Craftings. Und viel Spaß damit, für eure Crusader ein besseres Gear dadurch zu bekommen. Und viel Erfolg beim Grinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.